Wenn es draußen kalt und ungemütlich wird, dann geht man am besten nach drinnen. Und genau da sind wir. Schöne Grüße aus der Nordheidenhalle hier aus Buchholz. Wir erwarten ein Topspiel, ein Spitzenspiel in der zweiten Handball-Damm-Bundesliga. Das Derby, das Nordderby, der dritte gegen den vierten. Buchholz gegen Harrislee. Jetzt bei Checkl Sports. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, liebe Zuschauer, das Nordderby, die Luchse aus Buchholz gegen den TSV Nordharrislee. Tabellenplatz 3 gegen Tabellenplatz 4. Und es war einiges geboten hier in der Halle. Und wir beginnen ganz vorne in der allerersten Spielminute. Ein kampfbetontes Spiel. Die Luchse mussten sich beweisen und es ging körperlich zur Sache. Und schon in der ersten Minute dann die erste 2 Minuten Zeitstrafe für Leonie Mettner. Der anschließende 7 Meter dann von Molansto gegen Tiedemann. Ja, und Tiedemann bleibt Sieger. Insgesamt waren es heute 13 Mal die 7 Meter Duelle, wovon nur 7 im Tor waren. Spannung pur. Die Luchse kamen aber immer wieder mit viel Mut und über Levke Kretschmann zum Erfolg. Gut körperlich durchgesetzt. Ja, es war kampfbetont in der Defensive. Und jetzt, Achtung, Mareike Vogel, einmal Mareike Vogel, zweimal. Die war voll da heute. Schauen wir nochmal auf die Wiederholung. Erst der rechte Oberarm und dann das linke Bein. Mareike Vogel, die hält diesen 7 Meter mit all ihrem Talent. Hut ab für diese Torwartleistung. Ja, in der nächsten Szene sieht man auch, schauen Sie mal auf Kara Reiche, die zupft und zieht und hält. Es war ein kampfbetontes Nordderby hier in Buchholz. Das hat auch Trainer Malte Bornsen so gesehen und der musste nachjustieren, weil eben die Luchse in der Defensive heute kaum zu bezwingen waren mit den Torfrauen. Und dann den Weg nach vorne ganz schnell suchten über Levke Kretschmann. Wunderschöner Treffer. Gutes Tempospiel von den Luchsen. Und auch gute Bewegung aus dem Rückraum. Wiebke Meier trifft hier wunderschön. Am Taktikboard. Diese Lücken müssen zugemacht werden. Hier kommen die Luchse einfach viel zu oft, viel zu einfach durch. Und die Stimmung war hervorragend in der Halle. Gut 400 Zuschauer waren da, machten hier ordentlich Stimmung beim Nordderby. Technischer Fehler und dann ging es wieder ganz schnell über Antonia Piscala und die trifft. Wunderschöner Treffer. Zum 20:9 für die Luchse. Ja, es war eine einseitige, aber kampfbetonte erste Halbzeit. Wir freuen uns auf die nächsten 30 Minuten. So rein in Halbzeit 2 mit starken Luchsen, mit einer starken Levke Kretschmann, die hier zum 22:10 trifft. Die Luchse ließen den Gästen aus Harrislee kaum Raum, kaum Chancen, auch wenn hier Andresen trifft. War es im Gegenzug dann wieder Levke Kretschmann. Nächster Angriff, Harrislee, und achten Sie auf den Bildrand. Sarah Lamp und Andresen, wir sehen es nochmal. Unglücklich im Eishockey-Manier.
Vielleicht auch, weil Andresen da nicht in Laufrichtung schaute. Aber Andresen konnte weiterspielen. So, 7 Meter, da war doch was. Ja, Mareike Vogel war da. Klasse Parade der Torfrau der Luchse. Diesen 7 Meter von Brun vereitelt. Ja, wir haben gute Laune, sangen die Zuschauer zu Recht. Denn die Luchse waren stark an der Abwehr und waren brillant in ihren Abschlüssen und ließen den Gästen heute nicht den Hauch einer Chance. 33:19. Noch knappe 12 Minuten. Und wenn du so führst, dann kommen auch solche Traumtore zustande. Wiebke Meier schließt hier ab mit einem Superpass von Kara Reiche. Die Luchse trotzten vor Selbstvertrauen und hatten hinten dann eine Danique Troster. Und im Angriff, da klappt er heute fast alles. Die Luchse gewinnen dieses Nordderby mit 39:25. Hochverdient. Ließen sich hier zurecht feiern vor knapp 400 Zuschauern. Ja, und die Spielerin des Spiels, Levke Kretschmann, hier noch beim Autogramm schreiben, gleich bei uns im Interview. Liebe Zuschauer, wir haben eine Siegerin bei uns, Levke Kretschmann. Herzlichen Glückwunsch. 39:25 geht dieses Nordderby in eure Hand. Levke, nimm uns mit. Wie war das Spiel? Ja, erstmal danke. Also, ich glaube, das, was so ausgeht, hat keiner mit gerechnet. Also, wir sind voll fokussiert reingegangen ins Spiel, haben den Gegner nie unterschätzt oder irgendwas so. Und ja, es war sehr temporeich, hat total Spaß gemacht. Abwehr bis nach vorne hin. War einfach eine richtig geile Teamleistung heute. Also, hat Spaß gebracht. Du sagst Teamleistung von hinten bis vorne, also auch die Torfrauen, ne, muss man auch ganz klar sagen. Mareike Vogel, ich glaube 3,7 Meter hier gehalten, sieht man selten im Handball. Ne? Ja, super stark von Vogel, also mega Leistung heute von ihrem Tor, auch nachher Danique, als sie drin war, auch eigentlich fast genauso weitergemacht. Und dann klappt die Abwehr natürlich immer noch besser und dann kannst du mit Tempo nach vorne gehen und dann einfache Tore machen, dann bringt es halt natürlich super Spaß einfach zusammen. Wir haben gerade schon mal gesprochen, Spielerin der Woche. Gibt es dafür eigentlich einen Blumenstrauß oder irgendwas? Nee, tatsächlich nicht. Ich muss eher bei der Mannschaft einen ausgeben, dass ich es geworden bin. Freut mich natürlich. Ja, ist ganz cool. Ja, zu Recht. Auch heute wieder, ich glaube, 6 Treffer gemacht. Eine der erfolgreichsten heute gewesen. Wir stehen kurz vor Weihnachten. Was muss sportlich unter dem Weihnachtsbaum liegen? Ihr habt noch 3 Spiele und noch ein Pokalspiel. Ja, also wir wollen natürlich das Bestmögliche mitnehmen, so viele Punkte holen, wie es geht. Pokal wird natürlich schwierig, da ist Zwickau der klare Favorit, auch in Zwickau. Aber ich glaube, wenn wir einfach so mit dem Spaß weiterspielen, dann weiß kein Gegner, was so kommt und dann wird das schon irgendwie. Kurz vor Weihnachten kommt auch frisch auf Göpping dann hierher, ne? Ja. Dann wird zum Spitzenspiel hier. Ja, also Göpping ist, glaube ich, immer noch verlustpunktfrei. Das ist schon richtig stark, also was die hier so spielen. Mal gucken, wir versuchen sie, wie so gut es geht, zu ärgern irgendwie. Aber so wie die Stimmung hier auch heute war, wird das für die auf jeden Fall nicht so einfach werden. Danke fürs Interview. Ja, grüße an die Mannschaft, feier schön. Mach ich, danke. Super, vielen Dank.